Hallo liebe Studiomitglieder, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Studio TV. Wir melden uns wieder wie immer aus dem Lockdown, aus unserem Studio E. Wir werden heute das Thema Beine machen. Beine. Was tun die Beine? Wie sind die Beine aufgebaut? Damit wollen wir jetzt anfangen. Wir wollen euch gar nicht zu sehr damit quälen mit Anatomie und Physiologie, nur einen groben Aufbau bestimmen. Und dann besprechen wir mal, wie die Beine trainiert werden können auf einfachste Art und Weise. Wir wollen ein paar Mythen aus der Welt räumen, was die Knie angeht, zum Beispiel, oder auch was den unteren Rücken, die Hüfte angeht. Und euch somit versuchen, das Thema Beine ein bisschen schmackhafter zu machen, weil gerne werden die Beine ja nicht trainiert. Die Beine sind letztendlich die Teile des Körpers, die uns von A nach B bewegen, die als nicht als erstes benutzt werden, wenn wir aufstehen. Das ist tatsächlich wahrscheinlich die Rumpfmuskulatur, aber die uns dann nach dem Aufstehen als erstes irgendwo hin bewegen. Selbst wenn wir viel Auto fahren, wenn wir viel im Büro sitzen, sind es die Beine, die uns zum Auto bringen, aus dem Auto ins Büro bringen und im Büro zur Kaffeemaschine oder zum Kopierer bringen. Dementsprechend sollten die Beine funktionieren. Und der Körper ist ähnlich aufgebaut wie ein Haus. Wenn das Fundament porös ist oder wackelig ist oder schief ist, dann kann das Dach nicht halten. Das funktioniert nicht. Oder es kann schon halten, aber es ist nicht optimal, es ist nicht gut. Und dementsprechend ist es wichtig, die Beine optimal zu trainieren, dass die Beine optimal arbeiten können und somit das Haus von unten nach oben stabil und funktionell zu halten. Ja, und wenn wir uns das Fundament dann mal anschauen, oder generell mal anschauen, was so zu den Beinen dazugehört, was alles darunter fällt, schauen wir uns das einfach mal an. Wir fangen mal unten an. Das, was als erstes den Boden berührt, das, was uns im Grunde trägt. Wir haben 10 Grundgelenke. Wir haben das untere Sprunggelenk, ein oberes Sprunggelenk, wir haben Schienbein und Wadenbein, unser Kniegelenk, Oberschenkelknochen, der Femur und danach geht es schon hoch in die Hüfte. Das heißt, wir haben 3 Gelenke, große Gelenke, Hauptgelenke, die unsere Beinachse bestimmen. Sprich, also vom Fußgelenk angefangen. Wenn hier unten was nicht stimmt, kann das ein Knieproblem enden. Wenn das Knie nicht stimmt, können wir Probleme haben. Und das zeigt uns eigentlich schon, wenn was an den Beinen nicht 100% funktioniert, wenn die Statik vielleicht in den Beinen nicht stimmt, kann es zum Beispiel zu Rückenschmerzen führen, zu Nackenschmerzen führen. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir heute mal über die Beine sprechen. Vielleicht auch für die Leute, die Rückenschmerzen haben. Was wir auch nicht vergessen dürfen, was für einen Einfluss die Beine bei Muskulatur auf den Stoffwechsel haben, auf die Körperfunktion, auf die Fettverbrennung zum Beispiel. Die Beinmuskulatur macht ein bisschen mehr als ein Drittel der gesamten Körpermuskulatur aus. Massetechnisch, natürlich nicht von der Anzahl, aber von der Muskelmasse her. Und es sind sehr, sehr große Muskeln, sehr, sehr starke Muskeln und die setzen sehr, sehr viele Kalorien. Das heißt, wenn wir fitter werden wollen, wenn wir unseren Körper verändern wollen, dann müssen wir an die Beine gehen, weil die sehr, sehr viel Energie umsetzen und dann dementsprechend helfen, die Energiebilanz so zu steuern, dass es eventuell zur Gewichtsabnahme kommt, was in dem Fall dann das Ziel wäre. Die Beine sind auch ausdauertechnisch, glaube ich, sehr gefragt. Was macht man? Macht man Ausdauertraining? Macht man Krafttraining? Wir hören natürlich immer viele Sportler, die laufen oder die Radfahren, sagen, nein, Beine muss ich nicht trainieren. Ich fahre Fahrrad, Beine muss ich nicht trainieren. Ich spiele Fußball, Beine muss ich nicht trainieren. Ich laufe ja. Das ist natürlich ein Trugschluss, weil die Ausdauerleistung der Beine, die hat nichts mit der Kraftleistung zu tun. Natürlich kann ein Läufer oder ein Radfahrer oder was auch immer ein Sportler man beintechnisch macht, man hat durch dieses Training eine gewisse Kraftbasis, das ist klar, durch Richtungswechsel, durch Antritte oder. Aber trotzdem werden die Beine nicht in ihrer Funktion so trainiert, dass wir die Muskeln dann wirklich isoliert ansteuern und gezielt kräftigen.
Das ist halt wichtig. Und da solltet ihr immer dran denken, auch wenn ihr Rad fahrt, das Beintraining nicht zu vernachlässigen. Wie trainieren wir die Beine am besten? Ich würde dich bitten, dich mal hinzustellen. Wir haben unser Hilfsmittel, den Stock. Corona-bedingt halten wir Abstand und dementsprechend können wir es dann besser zeigen, sodass ihr natürlich den Überblick behaltet. Wir starten mit dem Klassiker, der Kniebeuge. Die Kniebeuge ist immer noch die verlässlichste Übung, um die Beinmuskulatur im Ganzen zu trainieren. Wir trainieren wirklich fast alles. Im Vordergrund steht der vordere Oberschenkel, der hintere Oberschenkel, der Gluteus und der untere Rücken. Wir haben kaum eine Übung, wo mehr trainiert wird, wo funktioneller trainiert wird. Um die Kniebeuge ranken sich aber viele Mythen. Wie tief soll man gehen? Wie tief soll man runtergehen? Was ist eigentlich mit dem Knie und vor allem der Fußspitze? Ja, Knie, Fußspitze, da gibt es eine Aussage oder da gab es immer Aussagen, dass das Knie nicht über die Fußspitze soll. Darauf werden wir nachher nochmal extra eingehen. So, wir haben für euch mal einmal die Position geändert. Unsere Studiogäste kennen unsere altbewährte Studiowand und ich glaube, um euch jetzt ein bisschen die Bewegung zu zeigen, ist das hier ein bisschen der neutralere Hintergrund. Der lenkt nicht ganz so doll ab und ihr vermisst eure Geräte im Hintergrund nicht zu sehr. Weil wir wollen euch heute Varianten zeigen, die ihr natürlich jetzt momentan auch zu Hause machen könnt, die aber nicht weniger effektiv sind. Wir fangen jetzt mal an mit der Kniebeuge. Im Grunde ist es eine Ganzkörperübung. Natürlich sind unsere Beine die Gliedmaßen oder die Teile unseres Körpers, die uns bewegen, aber stabilisieren und ein Stabilisationseffekt hat natürlich auch der Oberkörper, der Rumpf. Davon mal abgesehen. Warum ist die Kniebeuge für mich die effektivste Übung? Naja, wenn wir uns das ganz genau mal anschauen, eine Kniebeuge für die, die jetzt sich darunter gar nichts vorstellen können, ist letztlich das, was du im Alltag den ganzen Tag machst. Wenn du dich hinsetzt, wenn du aufstehst, wenn du Auto fährst und aus dem Auto aussteigst, wenn du dich bückst und was aufhebst, eigentlich machst du den ganzen Tag dein Kniebeugen. Und warum es macht dann ja nur Sinn, diese Bewegung auch einfach mal zu trainieren und funktionell zu stabilisieren. Die Kniebeuge ist letztlich eine Bewegung, die sehr alltagsnah ist, also sehr funktionell ist. Und im Endeffekt bewegst du deine Beine über den kompletten Bewegungsausmaß, den du hast, und du schaffst es dabei, zu mobilisieren, das heißt einfach mal alle Gelenke durchzubewegen, zu stabilisieren, ja, indem du alle Scherkräfte und Co. überwältigst und widerstehst, und du machst einfach Muskeltraining, ja, also du schaffst es, deine Muskulatur dabei zu stärken. Das heißt, wir haben super viele Effekte mit einer Übung geschafft. Und jetzt wird es mal Zeit, dass wir uns genau anschauen, wie eine Kniebeuge auszusehen hat und welche Mythen es da vielleicht zu brechen gibt. Ja. Grundsätzlich wollen wir die Kniebeuge immer über die größtmögliche Bewegung trainieren. Das heißt, von oben nach ganz unten. Das ist einfach wichtig. Ja. Ihr habt aber gerade schon gesehen, was machen die Knie eigentlich vor der Fußspitze? Darf das überhaupt sein? Ja. Ihr habt einen Versatz. Das Knie ist vor der Fußspitze. Und je nachdem, was ihr für eine Kniebeuge macht, gibt es auch Unterschiede, ist der Versatz sogar ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner. Natürlich, wenn das Knie die Fußspitze passiert, nach vorne, wirken größere Kräfte auf das Knie, als wenn es nicht so ist. Dafür wirken aber viel, viel geringere Kräfte auf den unteren Rücken. Das ist ein Vielfaches mehr. Ja, und wir dürfen auch nicht vergessen, im Alltag passieren die Knie jedes Mal die Fußspitze, wenn wir eine Treppe hochgehen, wenn wir eine Treppe runtergehen oder wenn wir etwas aufheben, wenn wir ins Auto einsteigen. Das sind alles Bewegungen, wo das Knie immer über die Fußspitze nach vorne rausgeht. Und mal ganz abgesehen davon, was hat die Schuhgröße mit der Kniebeuge zu tun? Darf ich also keine tiefe Kniebeuge machen, wenn ich kleine Füße habe? Darf ich sie nur machen, wenn ich große Füße habe? Irgendwas stimmt da nicht. Also, grundsätzlich, wir stehen in etwa zwischen Hüft- und Schulterbreit, aber auch das ist nur eine allgemeine Aussage. Das muss individuell beobachtet werden. Manche Leute müssen viel breiter stehen, weil die Hüfte ganz anders zusammengebaut ist als bei anderen Leuten. Ja?
Bei Jana funktioniert es jetzt zwischen Hüft- und Schulterbreite. Ihr setzt das Gewicht auf den Mittelfuß. Ja? Ihr bleibt gar nicht krampfhaft nur auf der Ferse. Ihr geht auf den Mittelfuß, schiebt das Knie nach vorne, vielleicht leicht nach außen und geht nach unten. Das ist eine gute Kniebeuge. Geh nochmal ein bisschen nach unten. Der Rücken ist stabil, aber auch da gibt es die Möglichkeit des sogenannten Butt Wink. Das heißt, er rundet leicht ein. Das ist auch nicht so schlimm, wenn es eine gewisse Rundung nicht überschreitet. Aber auch das muss immer individuell begutachtet werden und eingeschätzt werden. Grundsätzlich sollte jeder Kniebeuge machen. Es sollte sogar jeder Kniebeuge machen, der Probleme hat. Ob im Knie oder im Rücken oder im Sprunggelenk. Jana hat es gerade schon mal kurz angesprochen. Die Kniebeuge ist eine Beweglichkeitsübung. Es ist nicht nur eine Kraftübung, sondern sie macht euch einfach beweglicher und für den Alltag funktioneller. Ja? Ihr trainiert die Beweglichkeit des Sprunggelenks. Ja? Nach vorne, nach hinten. Ihr trainiert die Beweglichkeit der Knie. Ihr trainiert die Beweglichkeit der Hüfte. Und ihr stabilisiert die Rumpfmuskulatur. Und zwar tatsächlich bei manchen Kniebeugenarten viel, viel mehr als beim wirklich isolierten Rumpfkrafttraining. Ja? Das heißt, wenn ihr gesund seid, wenn ihr keine Probleme habt, keine Schmerzen habt, dann solltet ihr wirklich von ganz unten nach ganz oben gehen. Habt ihr Schmerzen in den Knien oder im unteren Rücken, können wir immer noch die Kniebeuge abändern. Zum Beispiel, ihr könnt euch einfach auf einen Stuhl setzen und wieder aufstehen. Das ist auch eine Kniebeuge. So kann man den Einstieg schaffen. Und auch da kann man sogar anfangen, die Füße ein bisschen weiter nach hinten zu stellen, dass das Knie wieder nach vorne kommt, dass das Sprunggelenk trainiert wird und mobilisiert. Das sind alles Möglichkeiten. Wenn man nicht in der Lage ist, so wie Jana zum Beispiel, einfach so die Kniebeuge nach unten zu machen, dann haben wir noch eine Alternative. Wir nehmen eine Fersenerhöhung. Ihr nehmt euch ein Buch, ein Holzbrett, irgendwas, was euch die Ferse ein bisschen erhöht. Wir haben jetzt zwei kleine Gewichtsscheiben. Wir sprechen von ungefähr 1,5 cm. Aber auch da könnt ihr höher gehen. Es gibt richtige Keile, es gibt Holzkeile, dass die Füße ganz nach oben kommen. Das ist okay, das kann man machen. Hauptsache der Einstieg wird gemacht oder geschaffen. Ihr stellt die Ferse auf die Erhöhung. Haltet das Gewicht wieder auf den Mittelfuß und dann versucht ihr nach unten zu gehen. Und dann versucht ihr wieder Knie nach vorne, Knie leicht in die Seite, untere Rücken stabil und dann schaut ihr, wie weit ihr kommt. Wenn ihr nur ein Stückchen weit runterkommt, dann ist das okay. Versucht bitte nur, wenn ihr keine ganze Kniebeuge macht, überhalb des 90-Grad-Winkels zu bleiben. Ja? Oberhalb bleiben. Entweder oberhalb des 90-Grad-Winkels oder unterhalb. Bitte nicht genau beim 90-Grad-Winkel aufhören. Denn beim rechten Winkel ist es einfach so, dass die Kräfte aufs Knie am größten sind. Und ihr dürft nicht vergessen, ihr bremst ab in dieser Position und ihr beschleunigt. Das heißt, die Kräfte werden nochmal um ein Vielfaches erhöht. Das heißt, der Knorpel steht unter einer sehr großen Belastung. Die Patella, das heißt, die Kniescheibe steht unter einer super hohen Belastung. Und das macht das, genau das macht dann die Kniebeuge vielleicht so nicht so optimal. Ja, und gerade wenn Probleme da sind, du hast es gerade gesagt, auch dann ist es wichtig, natürlich abhängig von der Verletzung, von der Erkrankung, trotzdem das zu nutzen, was dein Körper kann. Ja, also wenn du dir überlegst, im Alltag willst du trotzdem deine runtergefallenen Sachen aufheben, ohne darüber nachzudenken, ob der Kniewinkel perfekt ist. Also macht es Sinn, auch im Training diese Bewegungen zu üben, ja, damit sie im Alltag einfach problemfreier oder risikofreier klappen. Es ist tatsächlich so, dass die Muskulatur umliegend um das Knie gerade dann trainiert wird, wenn wir ganz tief gehen und wenn wir ganz ausstrecken. In dem Bereich arbeitet viel weniger Muskulatur knieumliegend als in diesem Bereich. Was es wichtig macht, einfach auch und Full Range of Motion in der kompletten Bewegungsamplitude zu trainieren. Aber jetzt wollen wir mal nicht nur über die Kniebeuge sprechen, weil es gibt noch tausend andere Möglichkeiten, eure Beinmuskulatur funktionell und sehr, sehr gut zu trainieren. Und jetzt gerade in Corona-Zeit, im Lockdown, ohne Geräte.
Und es gibt noch zig Varianten und ein paar davon stellen wir euch noch vor. Jetzt erstmal mit dem Fokus nicht mehr vordere Oberschenkel, sondern hintere Beinmuskulatur, den Beinbeuger. Der hat nämlich auch einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Stabilisation der Wirbelsäule. Genau, denn wie generell beim Training oder beim Körper super wichtig die Balance, ja, also das Ganze irgendwie im Gleichgewicht zu trainieren. Und zwar möchten wir da euch den Morning zeigen, das ist letztlich eine Kreuzhebe-Variante, eine hüftdominante Übung. Ja, die Kniebeuge, wie der Name sagt, ist sehr kniedominant. Jetzt wandern wir ein Stück höher und wollen das hüftdominante trainieren. Der Good Morning, wie wir ihn nennen, startet. Ich würde sagen, in deiner stärksten Position, also in der Fußposition, wo du dich am sichersten fühlst, am stärksten fühlst. Ausgangsposition, leicht die Beine beugen, ja, dass du nicht in so einer Überstreckung bist, sondern so einen bequemen Stand hast. So, ab jetzt wird die Knieachse festgestellt, wenn man so möchte. Weil, hüftdominante Übung, deine Hüfte soll arbeiten. Oberkörper ist aufrecht, um es dir ein bisschen einfacher zu machen, nimmst du deine Hände hinten auf den Rücken. So kannst du die Wirbelsäule etwas verstärken. Solltest du einen Besenstiel zu Hause haben, kannst du natürlich auch das Ganze mit einem Besenstiel verstärken. Dann hast du dann ein bisschen mehr Kontrolle. Sprich, Fußposition einnehmen, Knie leicht beugen, Oberkörper fest und gerade machen. Und jetzt versuchst du einfach, die Hüfte abzuknicken und dich nach vorne zu beugen mit einem geraden Rücken. Und dann kommst du wieder hoch. Das ist letztlich schon die ganze Bewegung. Füße sind fest im Boden, versuch nicht zu weit nach hinten auszuholen und lass das Gewicht nach vorne fallen. Wenn du die Übung ein bisschen schwerer machen möchtest, dann nutzt du einfach die Hebelverhältnisse. Dann nimmst du die Hände vom Rücken weg, nimmst sie an den Kopf oder streckst sie sogar nach ganz vorne aus. So hast du dann eine größere Intensität auf den Gesäßmuskel, auf die hintere Oberschenkelmuskulatur und auf die untere Rückenmuskulatur. Knie bleiben stabil. So kann man ordentlich trainieren. Wir haben noch eine Übung für euch für die hintere Oberschenkelmuskulatur. Und zwar geht ihr dafür in die Bauchlage. Nehmen wir mal einen Zeigestock. Den Kopf legt ihr auf die Hände. Die Beine sind durchgedrückt. Die Füße stehen auf. Es ist alles angespannt. Ein Bein hebt ihr komplett gestreckt hoch. Das heißt, das Knie ist weg vom Boden. Und in dieser Position zieht ihr jetzt die Ferse zum Gesäß und beugt das Knie, streckt es wieder. Probiert das mal aus, es sieht sehr, sehr leicht aus. Auf der einen Seite dehnen wir aktiv die Oberschenkelvorderseite, auf der anderen Seite trainieren wir den Gesäßmuskel und extrem intensiv den hinteren Oberschenkel. Probiert diese Übung aus. Wie gesagt, sie sieht sehr leicht aus, aber ist sie wirklich? Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Das jetzt mal zwei Übungen speziell für die hintere Oberschenkelseite. So, jetzt haben wir euch einige Praxisübungen gezeigt. Es gilt natürlich zu sagen, nicht jede Übung ist für jeden tauglich oder machbar. Natürlich gibt es da auch Besonderheiten. Generell gilt, Beine trainieren, ihr habt jetzt, glaube ich, genug gehört, ist super wichtig. Wenn du stärker werden möchtest, also Muskelmasse aufbauen möchtest, wenn du Krafttraining machen möchtest, wenn du deine Beweglichkeit verbessern möchtest, wenn du abnehmen möchtest. Ich glaube, es gibt zahlreiche Gründe, die fürs Beintraining sprechen und nur sehr, sehr wenige, die dagegen sprechen, wenn überhaupt eins existiert. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Also die Übungen sind natürlich freie Übungen und haben damit aufgrund ihrer Freiheitsgrade natürlich auch einen gewissen Anspruch. Sind also nicht für jeden was. Wenn ihr unsicher seid, wenn ihr darin noch keine Erfahrung habt, steigert das langsam. Ja, also wir hatten die Variante vom Sitzen aus. Arbeitet euch da langsam voran. Ja, es sind komplexe Übungen, es sind mehrgelenkige Übungen. Das heißt, es bedarf einfach auch ein gewisses Training. Und vielleicht nutzt ihr die Lockdown-Zeit einfach mal, um euch mit einem Techniktraining zu beschäftigen. Anreiz genug mit dem Video habt ihr jetzt auf jeden Fall. Wenn ihr dann endlich wieder da seid, und im Studio trainieren dürft, gibt es natürlich auch zahlreiche andere Möglichkeiten, um eure Beine funktionell, aber auch einfach vielleicht an Schwachstellen zu arbeiten, also ja, so ein bisschen spezifischer zu trainieren. Ne? Es macht nicht immer Sinn, Ganzkörperübungen zu machen, mehrgelenkige Übungen zu machen. Wenn du zum Beispiel Probleme hast, wirklich nur, dass die Knie irgendwie instabil sind, dass du aufgrund von einer OP oder einer Erkrankung irgendwo Schwachstellen hast, gilt es, die natürlich auch aufzuarbeiten.
Und da bietet sich meistens das Isolierte, das Statische oder auch einfach das Gerätetraining am meisten an. Ja, und es gilt auch immer noch zu sagen, dass nicht nur das eine oder das andere zählt, sondern es ist meistens die Grauzone, die Mischung macht es. Die Mischung aus geführten Geräten und freien, komplexen Bewegungsabläufen ist, glaube ich, immer noch das Optimum. Damit würde ich sagen, haben wir das Thema Beine so gut es geht abgeschlossen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren, viel Erfolg beim weiteren Training. Wir wünschen euch weiterhin Gesundheit, eine schöne Adventszeit. Und wir melden uns wieder mit der nächsten Episode Studio TV. Bis dahin, bleibt gesund. Bis nächste Woche. Macht's gut.